Oh mein Gott, willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Oh, hier flog gerade ein riesiger Buu vorbei, sei bloß auf der Hut. Nein, nicht speichern. Ja, wo waren wir letztes Mal? Wir haben diesen Geheimgang da entdeckt und wissen nicht, wie es weitergeht. Was ist da drin? Nichts. Yay! Okay, also, wir schauen uns jetzt erstmal um, deshalb, wo wir noch überall lang können. Wir haben... Ups. Das wollte ich nicht. Schauen wir uns eben hier um. Was können wir hier tun? Nichts. Awesome. Jetzt mal ehrlich. So, was können wir hier noch alles tun? Dieser Raum hier ist, glaube ich, nur dafür da, für das Feuer und dann diesen Raum zu entdecken. Wieso ist der blau? Ich will nicht, dass der blau ist. Die beiden Räume da sind auch clear, so viel ich noch weiß. Der Raum hier war für die Buhus zuständig. Soweit alles klar. Vielleicht können wir noch bei der, wie heißt die? Bei der Wahrsagerin noch irgendwas tun. Ich wüsste aber nicht was. Und wir haben immer noch sehr wenig Leben. Das finde ich unglaublich doof. Ich will nicht so wenig Leben haben. Moment mal, ich sehe da gerade. Da ist doch dieser Kerzenständer. Was der immer so umherläuft. Oh mein Gott, Maus, bleib bloß von mir. Was passiert eigentlich, wenn wir den anziehen? Ein Geist! Welch? Ich konnte es nicht lesen. What the fuck, was ist denn mit dir los? Hilfe! Was? Hilfe! Nein! Was machst du? Wie kann ich ihn besiegen? Hör auf, geh weg. Geh weg. Greift er mich überhaupt an? Der greift doch nicht mich an. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Nein, da ist er. Folgen wir ihm mal. Mal gespannt, wo er uns hinführt. Ah, der Diener geht in die Dienerstube. So ist das also. Und was macht er in der Dienerstube? Alles klar, er setzt sich erstmal sehr merkwürdig hin. Und da war gerade ein Leben. Auch wenn wir dann kurz den nicht sehen, aber... Er ist weg! Er ist verschwunden. Wohin ist er? Wohin ist er? Na, ihr wollt mich doch verarschen. Seid doch alle doof. Wo könnte er hin sein? Er ist da nach links dann. Im Untergeschoss können wir da eigentlich was machen? Nein. Sieht zumindest nicht so aus. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie es weitergeht. So, hier unten mal schauen. Vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Geht's hier nach links? Nein. Hier geht's nur hoch. Und oben war ich schon links überall. Na, Moment, Moment, Moment. Das müssen wir überprüfen. Oh, es geht noch weit. Yay. Da steht uns ja noch einiges bevor. Okay, mal überlegen. Wie könnten wir... Moment mal. Wir müssen da durch eine Treppe da hochgelangen? Das schauen wir uns mal näher um. Weil... Moment, erst will ich das hier... Okay, hier passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Obwohl, nein, wir schauen uns noch einmal in der Dienerstube um. Das kann nicht sein, dass hier irgendwas... Dass der einfach so weg ist. Der, vielleicht respawnt er ja irgendwie... Scheiß Trigger. Mann, wieso musste ich mir auch dieses blöde Herz holen? So, her mit dir. Bitch. Da bist du ja wieder. Da bist du wieder. Gut, gut. Und du gehst jetzt wieder in die Dienerstube. Schätze ich einfach mal. Alles klar. Jetzt verstecken wir uns erstmal vor dir. What the, wieso folgst du mir? Wo gehst du? Wo gehst du denn diesmal? Hä?
Wieso wollte er zuerst in die Tür? Naja, egal. Dann folgen wir ihn mal nochmal. So, dass wir ihn im Bild behalten, möglichst. Folgen ihn in die Waschküche. Jaha, ich kann die Namen mittlerweile auswendig. Und gehen dann in die Dienerstube und beobachten diesmal, was er tut. Ja, aber wir schnappen uns auch noch voll. Was zum Henker macht er? Ah, das ist ein Boss! Ach so! Das ist ein Boss! Jetzt blick ich's erst. Muss mir ja auch mal gesagt werden hier. Ach, verdammt. Ah, verdammt, ich bin klein. Ich will die... Verdammt. Nein, nein, ich brauche die... Ich brauche die Perlen. Ich brauche die Perlen. Die kann ich hier... Ah. So. Okay. Also immer, wenn es sich so komisch hinsetzt, kann ich ihn angreifen. Aber ich glaube, ein zweites Mal wird nicht nötig sein. Na toll, die Perle da ist gerade verschwunden. Und die da ist auch noch am Verschwinden. Na, klasse. So. Erstmal her mit den ganzen Perlen. Na, das waren aber wenige. Verdammt, da hätte ich mehr rausholen können. Und jetzt... Hier ist noch irgendwo ein Buhu. In der Nähstube ist ein Buhu. Oder zumindest ein Fake. Piu! Nicht. Hier, komm mal her. Ach, egal, scheiß auf dich. So, wo bist du, Buhu? Wo? Bist du hier drin? Nein, aber da ist ein Leben. Gib mir das Leben. Ich hab's nötig. So, hier hat's doch gerade irgendwo... Bling, bling gemacht. Ah, 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 hier in... Bei den Klorollen. Oder nicht? Hier? Ja, ah, nee, im Wasser war er. Ich bin Bukuk. Okay, da verstehe ich die Anspielung jetzt gerade nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Er ist nach rechts abgehauen, natürlich. Ist rechts... Ah, nein, rechts war dieser geheime Raum. Ja, toll. So, zurück. Ja, ich weiß, dass da was ist, aber ich will zuerst den Buu jetzt fangen. So, saug mich ein, Bitch. Saug, saug. Saug besser, saug mehr. Nein, 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 du entkommst mir nicht nochmal. Na, also, hab ich dich doch. Biatch. Hey, du bist ja nicht so bremst, Luigi. Wir speichern ab. Und gehen... Wieso sind die Truhen alle... Wieso sind die alle... Hä? Die haben wir doch schon mal alle aufgemacht, oder? Ja, dann sind sie jetzt halt aber leer. Scheinbar. Schade. Wäre cool, wenn sie nochmal hier offen wären. Wir flitzen wieder zurück. Und was tun wir hier? Wir öffnen erstmal die Kiste. Von... Hier natürlich. Und da drin verbirgt sich ein Schlüssel. Das erklärt einiges. Yay! Er freut sich immer so schön. Ich mag es, wie er sich freut. Und jetzt können wir da oben lang. Alles klärchen. Wir haben immer noch nur 25 Leben. Wir sollten vielleicht mal irgendwie Leben farmen. Gehen oder zumindest ich offscreen natürlich, weil es ist ja nicht so spannend, wenn ich Leben farmen gehe. Hoffentlich kommt hier nicht noch ein Geist. Wer man vom Teufel spricht. Der hat aber wenigstens Leben. Braver Geist. Jetzt habe ich dich lieb, Geist. Jetzt habe ich 35 Leben. What the? Da ist eine Maus. Oh Gott, bleib mir bloß weg. Und da ist er. Oh, Geister. Ich habe Angst vor Geistern. Nicht. So, genau. Die Tür hier ist es. Rein mit den Schlüssel. Das kennen wir schon. Und... Was ist das denn? Das ist das Musikzimmer. Ja, wie cool ist das denn? Die spielen Musik. Und was spielt ihr? Hört ihr das? Hört ihr, was die spielen? Ah, und da... Das ist doch Mario, dass die da spielen. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du dir meine Klaviersonate anhören?
Gut, ich fange an. Alles klar, ich schätze mal, die müssen ja auch einfangen. Das ist die Tochter, wie es aussieht. Das ist doch Mario. Mal ehrlich. Sag mal, was denkst du, woran der Komponist dieses Stücks wohl gedacht haben mag, als er es geschrieben hat? Wasser, Himmel, Wasser, Himmel, Wasser. Ganz genau, du hast recht, Ausrufezeichen. Sehr beeindruckend. Wie ich sehe, bist du musikalisch annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinen lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? War das ein Tipp? Oder greifen die mich einfach... Wow, ich glaube, die greifen mich gerade an. Und jetzt hätte ich sie angreifen können. Na toll. Ach, wenn ich die Notenblätter... Ah, wenn ich die Notenblätter aufgesaugt habe, kann ich sie angreifen. Weil sie dann so komisch tut. Das ist... Was für eine Logik verbirgt sich dahinter? Wenn ich die Notenblätter aufgesaugt habe, kann ich sie besiegen. Was zum... ungemein schwierig. Gerade. Unglaublich, wie ich das mache. Ich weiß es selbst nicht. Wie schaffe ich das bloß? Oh. Nein, sie hat mich wieder verkleinert. Ich hasse es, wenn die mich verkleinert. Dann kann ich nicht saugen. Scheiße. Scheiße, jetzt bloß weg, bloß weg. Ah, fuck. Fuck you, ihr Notenblättern. Hier, ich saug euch alle ein. Her mit euch. Ah, zwei sind da oben noch. Also diese komischen Bomben machen mich kleiner, jetzt weiß ich's. Noch drei. Eins, zwei. Drei. Das sind ja noch mehr. Wieso sind da so viele? Was? Das müsste aber gewesen sein langsam. Oder kommen da immer mehr? Ich glaube, da kommen jetzt unendlich, oder? Hm, wie mache ich das jetzt? Diesen Boss will ich jetzt noch in diesem Part... Ah, jetzt hat was. So, ich hab sie besiegt. Dieses junge Mädel. Wir öffnen die Truhe und darin verbirgt sich wahrscheinlich ein Schlüssel. Wie ich's mir dachte. Yay, yeah, it's a me, Luigi. Für dieses Zimmer. Und in diesem Musikzimmer... Ich finde es ja so genial, ein Musikzimmer. Befindet sich ein Buhu. Das hier war ein Fake. Komm her, Fick. Piu! Okay, kann ich hier die Vase kaputt machen? Nein, aber ich krieg ein Leben. Leben, komm her. Ja, brav gemacht. Brav Leben. Kann ich aus den Musikinstrumenten hier irgendwas saugen? Nein, aber aus dem Stuhl. Cool. Was für eine Logik. So, wo befindet sich der Buhu jetzt? Oh, Musik. Yay. So, wo ist der... Wo könnte der Buhu sein? Schwierig. Ah. Nein. Hier muss er irgendwo sein. Doch nicht? Ah, bei den Bongo-Trommeln hat er sich versteckt. Der Schlawiner. Da bist du. So, rate, warum ich Bumeo heiße. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Her mit dir. Bam! Das ging fix. Unglaublich! Niemand kann dich aufhalten, Luigi. Alles klar, wir speichern wieder ab. Gib acht, Luigi. Und ich würde sagen, für diesen Part haben wir ziemlich... In diesem Part haben wir ziemlich viel geschafft. Wir haben zwei Bossgeister eingesaugt. Und ich würde sagen, damit ich beim nächsten Über-Über-Ober-Roxor-Mega-Boss keinen Schnitt machen muss, mache ich hier einen Schnitt. Wir sehen uns wieder morgen. Bye!